wünschen euch ein schaurig schönes Gruselfestival und willkommen zu unserem Halloween-Special. Heute sprechen wir über zwei Horrorspielreihen, die das Genre geprägt haben. Und los geht's! Was ist das? Egal. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Retro Gaming Crew. Heute ist Samhain, oder wie es bei den Nicht-Kelten heißt, Halloween oder All Hallows Eve. Wir sprechen ja heute über zwei der berühmtesten Grusel-Franchises, die das Grusel-Genre so hart geprägt haben und uns, ich sag mal, als Kinder oder als Jugendliche, das Fürchten gelehrt haben. Ich kann sagen, auf jeden Fall uns ein bisschen Angst eingejagt haben oder auch ein bisschen mehr und die vor allem beide auf der PlayStation 1 gestartet sind. Du hast deine Reihe mitgebracht, ich habe meine Reihe mitgebracht, die wir bevorzugen. Genau. Was aber natürlich nicht heißt, dass wir die andere Reihe schlecht finden. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich war meine Reihe eigentlich immer die bessere. Also sie hat mich mehr gepackt, mehr gehuckt, mehr irgendwie mir das Gefühl gegeben, boah, das ist wirklich Grusel oder das ist wirklich Action genug und irgendwie war für mich da der Gruselfaktor halt einfach größer. Dann würde ich sagen, lassen wir einfach mal die schwarze Katze aus dem Sack und offenbaren, welche Reihen es sich hier überhaupt handeln. Du hast Resident Evil mitgebracht. Ich habe Resident Evil mitgebracht. Ja. Habe damit auch angefangen. Also Resident Evil ist so mit... Ja, wobei, ich muss weiter ausholen. Also angefangen habe ich so mit 8 Jahren mit Doom. Das war so das, wo ich mit diesem Grusel-Genre meine Spielekarriere so begonnen habe. Das darf man ja eigentlich auch gar nicht sagen, mit 8 Jahren Doom zu spielen. Ich hatte damals einen coolen Cousin. Ich bin da jetzt auch nicht so affin für gewesen, dass ich da irgendwie Angst bekommen habe oder sonst irgendwas. Aber da hat es so angefangen, dass ich gesagt habe, boah, ich interessiere mich voll für Geister, für Werwölfe, für alles drum und dran. Und das ist halt bis dahin auch immer geblieben. Ja, ich meine, der Kindheit ist ja sowieso, ich meine, was haben wir da geguckt? Bei mir war es Ghostbusters vor allem, die ich die Filme halt geguckt habe oder auch die Serie, die fand ich auch mega gut. Oder Scooby-Doo, ne? Diese Faszination für Geister und Horrorsachen, auch schon für, so sag ich mal, Kindersachen. Also wohin als nächstes, Gang? Naja, da wäre ein verlassener Freizeitpark, eine alte leerstehende Villa, eine verlassene Lagerhalle, ein verlassenes Hotel, ein geschlossenes Krankenhaus und noch ein verlassenes Hotel. Mit der Wirtschaft geht's nicht gerade bergauf, oder? Mit Resident Evil bin ich dann erst in Verbindung gekommen, nachdem ich auf dem Flohmarkt meine erste eigene PlayStation gekauft habe. Okay. Die habe ich damals noch für 120 Mark gekauft. Voller Schnäppchen. Kurz bevor die PlayStation 2 rausgekommen ist. Mhm. Weil ich habe mir sonst immer nur die Konsole von meinem Cousin ausleihen dürfen. Ja. Habe da aber eher Spiele ausgeliehen, die jetzt nichts mit Grusel zu tun hatten. Und habe mir dann kurz vor dem Release der PlayStation 2 habe ich mir dann auf dem Flohmarkt 14 Spiele und die PlayStation dann geholt. Und da war unter anderem die ersten drei Resident Evil mit dabei. Ja, direkt alle drei. Ja. Alle drei, das war super, mega gut. Und was auch mega cool ist, aber das ist eine andere Grusel, hat einen anderen Gruselfaktor, war Dino Crisis 1 und 2. Okay. Und Dino Crisis war ja nochmal, also das hatte so diesen anderen Gruselfaktor. Das war dieses, was man so ein bisschen auch bei Jurassic Park hatte. Mhm. So dieser T-Rex war ja unglaublich einschüchternd und die, ich sag mal, die Raptoren, die waren ja auch gruselig auf ihre Art. Ja. Hat jetzt für mich aber jetzt nichts, ich sag mal, nichts mit Resident Evil oder sowas gemeint. Deswegen. Wobei ich da schon sagen würde, es ist ja quasi Resident Evil nur mit Dinosauriern. Vom, ja, genau. Gameplay, vom genau, Look her. Genau. Alles, also vom, ne? Gameplay, vom Look and Feel, das ist fast genau identisch. Mhm. Silent Hill hat ja auch so eine komplette 3D-Umgebung gehabt. Mhm. Bei Resident Evil war es ja so vorgerenderte Umgebung. Ja, genau. Also genau. Und Abschnitte, in die du rein sozusagen durch die Türen ja durchgegangen bist und solche Sachen. Das ist ja auch, also alleine die Animation im Herrenhaus, um das schon mal vorwegzugreifen, im Herrenhaus die Animation von den Türen, mega geil. Weil die haben schon so dieses Gefühl, also wenn du einen Gruselfilm dir anguckst, das Schlimmste, was hinter so einer Tür passieren kann, ist, dass irgendwas richtig heftigen Jumpscare oder sonst irgendwas oder, ist. Oder, was noch schlimmer ist, wenn die Tür abgeschlossen ist, wie bei Silent Hill, sehr viele Türen. Also ich weiß nicht, wie viele Türen im ersten und im zweiten Teil auch einfach zu sind und nicht reinkommst.
Ja. Da war zum Beispiel bei, das fand ich cool, beim ersten Teil von Resident Evil, die Jill Valentine. Genau, danke, Jill Valentine. Ich war gerade schon im zweiten Teil, weil das ist ja jemand anderes. Jill Valentine, die konnte ja Schwester knacken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit Jill anfängst, wenn du die Tür vorne vom Herrenhaus wieder öffnest, stehen ja die Cerberi vor der Tür, also die Hunde, die durch den T-Virus verändert worden sind. Mhm. Als Jill kann man die Tür nicht mehr schließen. Also ich kann Schlösser knacken, aber keine Türen schließen. Ja, also gegen die Cerberi kam sie dann nicht mehr an und okay. Die Cerberi haben dann, sind dann eingedingst und war dann halt Game Over, weil du konntest dich halt gegen die Viecher nicht unbedingt wehren am Anfang. Ja, so hat meine Resident Evil Karriere dann gestartet. Erstmal Game Over. Zombies hatte man eigentlich eher so in Erinnerung, so, ja, so langsam schlurfend auf dich zukommend aus den 80ern, aus den 90ern Filmen. Also Zombies eigentlich so, ja, so die, ich will es jetzt nicht böse sagen, aber der Abschaum der Monster. Also das ist so, das war dann immer so, ja. Zombie-Bashing hier. Ja, nee, nicht unbedingt. Ich bin absoluter Fan von Zombies. Also ich finde, Zombies haben sich mittlerweile auch echt gemacht. Also gucken wir uns Dying Light an und solche Sachen. Also es ist schon, Zombies haben schon einen ganz anderen Hintergrund. Und Resident Evil zum Beispiel hat es auch, muss ich für mich sagen, hat für mich so meine erste Zombie-Erfahrung auch übelst geprägt, weil die Cerberi übel schnell, wirklich, wirklich keine, also Hunde, die sich verändert haben, dementsprechend halt auch agil waren und nicht so dieses, ich komme auf dich zu und ich. Wobei die menschlichen Zombies ja schon da eher dem Klischee entsprechen in Resident Evil, also in den ersten Teilen. Ja, in dem ersten Teil muss ich ehrlich sagen, ja, also diesem Klischee schon, also langsam und auch träge. Und die Geräusche nicht vergessen. Und die Geräusche, ja, muss ich ehrlich sagen. Aber ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal auf den ersten Zombie in Resident Evil 1 getroffen bin, der auf dem Boden liegt und du eigentlich nur siehst, wie er eine Leiche anknabbert. Ja. Du konntest ja nachher noch einen Taser finden. Und dann konntest du die einfach niedertasern. Das war halt einfach nur mega gut. Ja. Einer des Alpha-Teams wird ja auf einem Balkon von Raben zerfetzt, was ja auch mega geil ist. Also echt geile Szene. Das Betray, also der Betray von Adam Wesker ist halt mega geil, dieser Plot-Twist einfach. Er verschwindet am Anfang vom Herrenhaus und nachher kommt dann raus, was er wirklich dort zu suchen hat. Wollen wir jetzt auch nicht vorwegnehmen, also für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ich kann euch das Remake empfehlen, also ist wirklich gut gemacht. Ist auch mega gut auf dem, also besser gealtert als die Originalspiele. Also ich habe vor kurzem mal in das Original wieder reingeguckt. Ich spiele lieber das Remake mittlerweile. Wollen wir mal auch zu meiner Reihe kommen? Genau, ich wollte gerade sagen, wir wollen auch mal zu deiner Reihe kommen, weil ich habe jetzt auch ein bisschen viel über Resident Evil gerade schon geredet. Ja, also ich habe Silent Hill halt mitgebracht, weil für mich der Unterschied vor allem daran liegt, dass, also wie gesagt, Resident Evil finde ich auch super, aber Resident Evil ist ja schon eher so dieser Action-Horror vor allem. Ne? Also du hast jetzt Charaktere, die sind Soldaten, die sind ausgebildet zum Töten, ob sie jetzt Menschen sind oder halt Zombies, ne, sei es dahingestellt. Aber bei Silent Hill, was mich immer fasziniert hat, das sind gewöhnliche Leute, die sind keine Kampfmaschinen und es geht vor allem um so einen psychologischen Horror in Silent Hill. Das ist es, was mich immer so fasziniert hat an der Reihe. Mein allererstes Silent Hill, darf ich gar nicht sagen eigentlich, aber es war Silent Hill Homecoming. Oh, ja. Doch so spät. Ja, und viele finden den Teil ja nicht so gut. Ja, wobei ich sagen muss, also ich bin da relativ entspannt, was das angeht, weil ich fand ihn auch nicht schlecht. War mein erster Teil und ich habe es halt geliebt. Und also wirklich, ich fand den gruselig damals, als ich den gespielt habe. Ich weiß nicht, wie alt war ich denn da überhaupt? Vielleicht 18, 17? Irgendwie so in dem Dreh? Also okay, also etwas im Alter, älter, wo man sowas auch spielen darf. Ja, genau, exakt. Oh, aber jetzt erinnere ich mich sogar, ich hatte sogar eine Schulkameradin mitgenommen, die 18 war, weil ich 17 war. Und um das Spiel dann zu kaufen. Ja, genau. Jawohl, läuft ja, super. Hinter der Ladentheke? Weil ich weiß gar nicht, hat es 18-Plus-Rating oder? Es hatte ein 18-Plus-Rating. Ja, dann wurde es ja hinter der Ladentheke meistens verkauft. Ne? Durfte ja nicht beworben werden. Also 18-Plus-Titel dürfen ja nicht beworben werden. Ich weiß gar nicht, wie das war, aber es war auf jeden Fall... auf dem GameStop, darf ich das sagen? Ich weiß gar nicht. Ja, komm, mach einfach. Alles gut. Genau. Ja, wie gesagt, Silent Hill 5 ist es dann, glaube ich, Homecoming. Ja, müsste 5 sein. Und da war halt auch die Musik von Akira Yamaoka dabei. Und ganz ehrlich,
Silent Hill ist für mich vor allem auch Akira Yamaoka. Also diese Musik ist so extrem stimmungsvoll und melancholisch und gleichzeitig so nostalgisch irgendwie. Und das ist es halt, warum für mich diese Stimmung in Silent Hill einfach nochmal besser ist als in Resident Evil. Weil du hast diese nebligen Straßen, du hast diese abgefahrenen, verdrehten Kreaturen und noch diese Musik dazu. Und du weißt nicht, was laut hier in der Ecke, irgendwie in so einem Schatten. Das ist halt genau das, warum ich Silent Hill so liebe. Bestimmte Musik? Also nehmen wir zum Beispiel mal, jetzt ganz dummes Beispiel, aber Jaws. Ja, ich habe genau das warum gedacht, dran sein, warum, gerade gedacht. Warum, Jaws ist halt so erfolgreich gewesen, ja. Weil du musstest den Hai noch nicht mal sehen. Du hast nur diese Musik gehört, dieses dödüm, dödüm, dödüm. Da, 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 da. Oh, Augenblick, ich habe heute schon ein fettes Kind von einem Schlauchboot runtergenascht. Schon okay, ich bin in letzter Zeit viel geschwommen. Lecker. Ja, das Interessante ist ja auch, du hast ja bei den Liedern so zwei verschiedene Bereiche. Einmal hast du diese klassischen, ruhigen Songs, ne, die in eher Momenten laufen, die jetzt nicht unbedingt auch gruselig sind, sondern eher traurig zum Beispiel, wenn man jetzt an Silent Hill 2 denkt vor allem. Oder du hast eben diese Action-Musik, wo dann irgendwie solche blechernen Sounds, so Industriegeräusche zu vernehmen sind, wo irgendjemand mit einem Rohr gegen irgendwas schlägt. So klingt das halt zumindest oft, wenn dann ein Monster in der Nähe ist. Und das ist halt eben dieses Faszinierende an der Musik von Akira Yamaoka, zusammen mit dem Gesang von Mary Elizabeth McGlynn. Das ist perfekt. Und ja, generell, die Kämpfe sind natürlich im Vergleich zu Resident Evil langsamer, ja, träger. Weniger actiongeladen. Ja, genau, aber du musst auch da nicht wirklich kämpfen. Nee, du kannst eigentlich an jedem Monster quasi vorbeilaufen im Grunde, außer jetzt vielleicht bei so Bosskämpfen oder so etwas. Na. In Silent Hill war es vor allen Dingen für mich, was mir da wirklich gefallen hat, war diese Atmosphäre, wo ich halt auch an, ich sag mal, an, es gibt so eine Szene in Silent Hill, da kann ich mich noch dran erinnern, wo der Pyramid Head unterwegs ist. Das hat mich ein bisschen an Shining erinnert. Das war so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, boah, Alter, das ist richtig übel. Ich habe das abends gespielt, Licht aus, Sofa, geil. Ich musste wirklich das Licht anmachen, weil das, das mich so, also wirklich so getriggert hat, dass ich ohne Licht nicht mehr weiterspielen konnte. Also da sind Punkte für meine Reihe hier, die ich mitgebracht habe. Ja, ja, warum? Wir haben ja gesagt, wir haben beide Reihen gespielt von der Atmosphäre und von demselben Spiel mit allem drum und dran. Also wenn ich da mit Herz dran gehe, würde ich beide Reihen immer gleich bewerten. Jetzt waren ja letzte Woche von beiden Reihen auch Präsentationen. Genau. Präsentation, ja. Hast du beide gesehen? Die Silent Hill habe ich mir nicht angeguckt. Da hatte ich nicht die Zeit für. Ich habe mir die Resident Evil angeguckt. Also ganz einfach aus dem Grund, weil also es kommen ja jetzt neue Inhalte für The Village, also die Gold Edition ist es ja, glaube ich, wo auch die Tochter von dem Protagonisten, ich muss zu meiner Schande gestehen, Shadows of Rose. Halt. Ja, genau, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den achten Teil, also Resident Evil 8 noch nicht gespielt, steht noch auf meiner Liste. Ist auch bis jetzt der einzige Resident Evil, den ich noch nicht gespielt habe. Eventuell würde ich mir aber dann auch die Gold Edition dann holen, weil das ist für mich dann, dann habe ich alles parat und es passt dann auch ganz gut. Worüber ich mich sehr gefreut habe, war der Resident Evil 4 Remake, weil ich ein absoluter Fan vom vierten Teil bin. Okay. Ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich habe den auch, glaube ich, in allen Varianten. Ich habe den, glaube ich, 4 oder 5 Mal zu Hause stehen. Das ist fast wie bei Skyrim dann. Ja, das ist fast wie bei Skyrim, genau. Das ist schon fast wie bei Skyrim. Ich habe mir die Präsentation da angeschaut und da wurde richtig viel angekündigt. Also es ist jetzt nicht so, dass nur ein Spiel präsentiert wurde, sondern einmal Silent Hill 2 Remake. Ne? Also das war, glaube ich, so das Highlight während der Präsentation. Da hat man auch schon ein bisschen was zu gesehen, Gameplay-Material und alles. Sieht stimmungsvoll aus, wird vom Bloober Team entwickelt. Ah, okay. Genau, die ja auch schon sowas wie Layers of Fear oder Blair Witch Project, hieß das Spiel auch so? Hieß das Spiel auch so? Blair Witch. Ja, ich weiß zumindest, welches Spiel du meinst. Ja, und also es sieht echt geil aus. Das Einzige, wo ich ein bisschen
ja, gestutzt bin, das war der Charakter. Also das ist, wie heißt er denn? James Sunderland. Wie er aussieht. Er sieht aus wie ein sehr alter Leon S. Kennedy ein bisschen. Was? Ja, hat okay. Ein bisschen Falten, aber okay, man kann sich dann stören, muss man nicht, ist halt Charakterdesign da. Was noch präsentiert wurde, war Silent Hill Townfall, hieß es. Hat man jetzt aber nur so einen Teaser-Trailer gesehen mit so einem stimmungsvollen Strand, wo ein paar Wellen immer hin und her ziehen und dann wird es dann irgendwann rot und dann ist da noch so ein komisches Gerede von irgendjemandem. Also das sah sehr stimmungsvoll aus. Soll halt auch ein Silent Hill-Spiel werden, also ein Spin-Off oder Hauptteil, ich weiß es nicht genau. Mhm. Okay. Dann Silent Hill F. Das versetzt uns diesmal nach Japan in den 60ern. Ah, klingt gut. In dem Trailer. Das gefällt mir jetzt schon. Ja, es sah auch sehr interessant aus. Man hat gesehen, wie so ein japanisches Schulmädchen durch eine verlassene Stadt läuft. Ah, okay. Und überall wachsen so rote Blumen. Ich weiß, die haben so einen bestimmten Namen, auch diese japanischen roten Todesblumen oder so. Kameis? Ja, ich weiß es gerade nicht genau. Wir lassen es einblenden. Ja. Wir lassen es einblenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser... Es sind aber auch nicht die einzigen Blumen, die da wachsen. Das sind irgendwelche komischen Sachen, die ein bisschen aus wie so wie Korallen auch aussehen, wachsen da überall empor. Auch dann am Ende ist dann, ich weiß gar nicht, ob es das Schulmädchen auch am Ende das ist, das da zu sehen ist, die dann über so einen See gleitet und dann überall halt dieses Zeug wächst aus ihrem Körper raus und dann am Ende fällt ihr Gesicht halt auf. Oh, ich glaube, das Bild habe ich zumindest schon gesehen. Ja. Ich glaube, das habe ich bei Reddit oder so gesehen. Ja, und dann wurde noch eine interaktive Serie oder Film, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall so ein interaktives Erlebnis angekündigt, das nächstes Jahr erscheinen soll. Silent Hill Ascension. Mhm. Wo man als Zuschauer, Spieler selber dann Entscheidungen trifft für die Charaktere. Ah, dort. Okay, mega. Wäre cool. Also wäre mal was anderes. Also, ja. Und vor allen Dingen im Silent Hill-Universum. Warum nicht? Ja, also, ist auch J.J. Abrams ist da mit an Bord. Okay, cool. Bin ich gespannt, was das wird. Ja. Und es wurde ein richtiger Film auch nochmal angekündigt, auch weil wieder mit unserem Guns-Regisseur, der dreht da wieder jetzt einen neuen Film für Silent Hill. Return to Silent Hill nennt sich das. Okay. Und soll auf Silent Hill 2 basieren, also zumindest nimmt er auf jeden Fall Aspekte aus dem Spiel und da bin ich echt gespannt drauf. Wie gesagt, den ersten Teil fand ich super. Also, ihr seht, wir können uns da auf einiges noch freuen, in beiden Reihen. Genau. Beide Reihen haben, glaube ich, Punkte, die für sich sprechen, aber an sich sind die einfach beide geil, finde ich. Ja, vor allen Dingen, sie haben ja auch das Genre so hardcore, also wirklich so geprägt, also das sind viele, viele Dinge, die ihr, ich sag mal, jetzt in Dying Light oder so genießen könnt, basieren zum Teil wirklich auf den alten Klassikern, weil dort halt viel Gameplay irgendwie erstellt worden ist, was auch heute noch Anwendung findet. Mhm. Und ja, also ohne die beiden, ich weiß nicht, ob wir so coole Horror-Games hätten. Ja. Ja, bin auch froh, dass jetzt Silent Hill so ein kleines Revival nochmal feiert. Das war ja ein bisschen Versenkung verschwunden. Aber jetzt kommt es allmählich zurück. Ja, bei Resident Evil ist man manchmal ein bisschen froh, wenn es in der Versenkung zum Teil verschwunden wäre. Wir wünschen euch weiterhin noch einen gruseligen Tag. Vergesst nicht, in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Und denkt dran, euch ordentlich viel Süßigkeiten zu holen. Genau, und sehr wichtig natürlich, liken, abonnieren und die Glocke drücken. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.